Meine Stimme gehört mir, ich kann ja sonst nicht singen, und ich will mitentscheiden bei wichtigen Dingen. Also wir sind heute am Alexanderplatz und starten heute unsere Demokratietour in über 100 Wahlkreisen in Deutschland. Und wir wollen den Politikerinnen und Politikern zeigen, dass es höchste Zeit für den bundesweiten Volksentscheid ist. Und dafür werden wir uns einsetzen und freuen uns, dass wir bereits von über 500 Wahlkreisaktiven dabei unterstützt werden. Frau Lehn, schön, dass Sie da sind. Sie haben sich ja auf unserem Kandidatencheck auf unserer Internetseite zu allen Punkten oder zu allen Fragen, die wir gestellt haben, sehr positiv geäußert. Können Sie vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, warum brauchen wir einen bundesweiten Volksentscheid in Deutschland? Wir brauchen einen bundesweiten Volksentscheid in Deutschland, damit das Volk endlich einbezogen wird, nicht nur mitzubestimmen, sondern mitzugestalten. Und das ist uns ganz wichtig, dass der wahre Souverän gestärkt wird. Und das ist nicht das Parlament, sondern es ist die Bevölkerung. Sie haben sich ja auch positiv geäußert darüber, dass quasi, wenn ein Gesetz verabschiedet wird, es quasi diese 100-Tages-Frist gibt und man in dieser Frist quasi auch Unterschriften sammeln kann und das wieder zurücknehmen kann. Warum finden Sie auch das positiv? Ich finde es positiv, dass die Parlamentarier nicht einmal alle 4 Jahre gewählt werden und sich dann zurückziehen und nichts mit den Menschen und den Bürgern zu tun haben wollen, sondern entscheiden, wie sie möchten, sondern immer wieder wissen, sie haben die Rückkopplung von der Bevölkerung, alles, was sie tun, wird angeschaut und überprüft. Und es könnte auch, wenn sie einen Fehler begehen, revidiert werden durch die Bevölkerung. Und das finde ich sehr positiv. Können wir nach dieser Wahl davon ausgehen, dass wir vielleicht die Chance haben, diesen bundesweiten Volksentscheid ins Grundgesetz zu bekommen? Ich sage mal so, die Linken sind dafür, das weiß ich. Die SPD hat es ein bisschen minimiert in ihrem Programm. Die Grünen sind dafür, die Basis zu beteiligen. Ich denke, wir müssen noch ein bisschen mehr Wind machen und dafür werben. Aber ich bin positiv gestimmt, zumal die Bevölkerung es ja auch will. Hallo, ich bin Anja Kurter. Ich kenne den Verein Mehr Demokratie schon eine ganze Weile aus dem Internet und habe mich jetzt vor kurzem entschlossen, auch mitzumachen, weil ich gesehen habe, dass in den Wahlkreisen noch Aktive gesucht werden, die Unterschriften sammeln vor den bundesweiten Volksentscheid. Ich finde diese Idee wirklich wichtig, weil ich denke, dass durch den bundesweiten Volksentscheid die Politikverdrossenheit in Deutschland gesenkt werden kann und die Bevölkerung wieder mehr Vertrauen und mehr Interesse in ihrer Demokratie gewinnen kann. Das finde ich ganz wichtig. Meine Stimme gehört mir. Ich kann ja sonst nicht singen und ich will mitentscheiden bei wichtigen Dingen.